So, hallo und herzlich willkommen an diesem wunderschönen Montagabend, den 21.12. Wir sind heute wieder unterwegs im Euro Truck Simulator auf dem Simulator 1 Server. Und wir werden heute noch vier Weihnachtsgeschenkfahrten machen, damit ich die Aufgabe dann endlich fertig habe. Und ich bin natürlich wieder nicht alleine unterwegs, sondern ich habe den Ghosty mit dabei. Hallo. Und da werden wir jetzt mal gucken. Ich weiß gar nicht, warte mal, ich guck mal, wo ich bin. Nein, ich bin noch in L'Île Rosée, auf der Insel. Amüsant. Warum bist du da und ich nicht? Ich weiß es nicht. Hast du Ja gut, aber irgendwie. wenn du sowieso Weihnachtsauflieger fahren willst, dann wollen wir auch keinen eigenen Auflieger nehmen. So, und dann hau ich es jetzt gleich hier am Anfang raus, weil in dem letzten Stream habe ich das irgendwann in der Mitte gemacht und der ging irgendwie 4 Stunden oder so. Auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt, mal ja, euch mir anzuschließen, selber mitzufahren oder halt auch einfach für News, Ankündigungen etc., könnt ihr gerne der Steam Community Gruppe beitreten. Die ist öffentlich zugänglich. Und einfach eben beitreten. Und dann kriegt ihr alle Informationen, sobald ich sie da eintrage, gleich zu. Den Zack, Namen schicke ich mal als Link eben in den Chat und werde sie dann unter dem YouTube-Video auch noch einmal verlinken. So, externe Aufträge. Wo warst du? In La Le Rosé. Le José. Und ich habe Gut, von ich. da genau einen Auftrag. Echt? Ja, also einen Geschenkauftrag. Und der geht nach Terni, Italien. Ja, warte, ich muss aber nach Le. Bist du unter externe oder normalen Aufträge? Externe. Oh Gott, ich bin in der Warteschleife 150. Galle, ich trete erstmal bei, mach den LKW an, mach's Licht an. Ich hätte nicht Habe so einen gerne. nach Paris. Terni. Terni in Italien. Terni, ja, kannst du annehmen, habe ich auch. Warte. Auftrag, externe. Sag jetzt nicht, der ist weg. Zweite Seite unten war der. Ach, du hast ja an. Der ist weg. Warte, ich aktualisiere einmal, dass wir auf der gleichen Liste sind. Ich habe was nach Lili. Nee, Lili. Hast du was von Bastia aus? Warte mal, Bastia? warte, 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 warte. So, la, 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 la. Ja, von Bastia aus. Nee. Ist rechts daneben. Klick doch mal auf die Stadt und aktualisiere. Das hier ist aber der. Kein Treffer. Okay, aber du hast noch nach Tenri, ja? Terni. Nee, habe ich auch nicht mehr. Hast du irgendwas nach Terni? Ey, hast du den jetzt wieder nach Terni oder was? Ja. Terni. Aber von Bastia aus. Ja, ich habe auch noch Terni. Hast du? Ja. Alles klar. Aber ich muss eine Stadt weiterfahren, ne? Ja, ich muss auch von mir, wo ich es angefangen habe, erstmal wegfahren, um den zu holen. 32 Kilometer muss ich fahren. Ich glaube, ich muss ein bisschen weiterfahren. Oh, Licht anmachen, nicht, dass man erkannt wird. Ich glaube, ich bin noch nicht mal auf dem Server. Na doch, ich schon. Oder? Oh doch. Gut, doch. Oben rechts in die Ecke, was da steht. No Collision Area. Aber Ach, ich kann auch. Mann. Aber ich kann auch die Liste, die Playerliste aufmachen, deswegen. Ich muss erst mal wieder annähern. Erstmal richtig hinsetzen und dann geht's los. Und natürlich regnet es bei mir.
Wie sollte es auch anders sein? Ich wollte gerade sagen, also langsam. Musst du runter erst an der Küste oder musst du hoch? Hoch. Ich muss jetzt erstmal 100 Kilometer fahren, bis ich den Auflieger holen kann. Machen wir mal Scheibenwischer an. Frage ist halt, wo du dann runterfährst. Ja, ich muss nach Bastia. Ja, aber wie du von Bastia dann runterfährst zum Hafen, das meine ich. Oh, leicht verschaltet. Wahrscheinlich auf der Straße. Oh, diese unnötigen Kommentare. fahr doch einfach nach Bastia hoch. Ja, aber warum soll ich nach Bastia hochfahren, wenn du mir sowieso wieder entgegenkommst? Das meine ich ja in der ganzen Chose. Achso, ja, das weiß ich auch nicht. Ich habe jetzt auch endlich herausgefunden, auf i kann ich meinen Bordcomputer durchschalten. Ah, ja. Naja. Ich muss jetzt mal reingucken, wie die Temperaturen erstmal am Steigen sind. Und nein, lieber nicht. So, wo war ich jetzt vorhin schon fertig? Hatte ich alles erwähnt, ne? Steam Community Gruppe, Ankündigungen werden da gemacht, weil bei YouTube, ja, hat man erste Community. Ey, ich seh dich. Hat man erst eine Community ab 1000 Mitglieder. Deswegen werden alle Ankündigungen darüber gemacht. Die Gruppe ist in letzter Zeit ein bisschen, seit längerer Zeit, ja, einfach so links liegen gelassen worden. Sie ist halt da gewesen, aber ist nicht groß was drin passiert. Es ist aber in letzter Zeit häufiger passiert, dass ich mal irgendwie mitteilen wollte, wann, weil was dazwischen gekommen ist oder so. Und ich hatte halt keine Plattform dafür, deswegen habe ich jetzt die Gruppe wieder ins Leben gerufen. Und ja, ganz einfach bei Steam die Deadhead Community Group, Gruppe, ganz wichtig, Gruppe, nicht Group. Und einfach beitreten, die ist öffentlich. Ein Typ, der dir entgegenkommt, so verwirrt. Verwirrt, der mir entgegenkommt. Ja, der ist an dir vorbeigefahren, ist in die gleiche Richtung wie ich gerade abgebogen und ich bin diesen kleinen schmalen Weg gefahren und der ist davor stehen geblieben und ist so, muss ich jetzt links oder was genau? Du Fuchs, Navi, say nothing. Ja, und wir bewegen uns ja langsam auf Weihnachten zu. Ich freue mich, für mich ist nämlich eine kurze Woche. Für mich zum Arbeiten. Bin allerdings dann auch ein paar Tage nicht zu Hause. Deswegen kann ich euch tatsächlich noch nicht sagen, wann der nächste Stream dann kommen wird. Aber zwischen den Feiertagen, also zwischen Weihnachten und Silvester, muss ich arbeiten. Dementsprechend bin ich daheim. Da könnte es durchaus passieren. Ja, dass man mich dann doch bei Twitch finden könnte. Bist ja mal ein paar Kilometer noch reisen, wa? 50. Dieses Jahr. Achso. Ja, weiß ich nicht. Ich bin ja auch am überlegen, ob ich meinen Urlaub in den USA mal fortsetze. Nein, du müsst erstmal nur nach Calais fahren. Dann kannst du das machen. Nein, ich habe keine Lust, in einem Spiel im Stau zu stehen. Also, über eine halbe Stunde. Es reicht, wenn ich das im Real Life bin. Weil diese Ausreden. Ja. Real Life? Was ist das? Ja, schon klar. Die Grafik ist ganz geil, aber die Story ist kacke. Also es wird heute ungefähr bis 22:30 gehen. 22:15, 22:30, mal gucken. Und dann muss ich mich auch ein bisschen sputen. Because Arbeit.
Ich stell mich mal da an die eine Tankstelle hin, da müsstest du eigentlich hinfahren, weil du darüber musst. Meinst du, ich schaffe es über die Tankstelle? Wäre es nicht sinnvoller, an die Tankstelle ranzufahren? Ne. Habe ich Fernlicht an? Nein. Oh, Hupe geht! Die haben es auf ihrer Insel aber auch mit den Kreisverkehren. Ja. Boah, Alter, mit voller Beleuchtung kann er mir gerade um die Ecke mit rum und umleuchten, Blitzer und was auch immer, alles an. Fährt ein Weihnachtsauflieger. Ja, ist ganz wichtig. Ist kurz vor Weihnachten, die Zeit wird knapp. Wir hatten das Thema doch erst. Das kannst du mir am Mittwoch vielleicht sagen, dass die Zeit knapp wird, aber jetzt. Also wie gesagt, ich hab den auf der Arbeit halt gefahren, den Volvo, den Renault mal, ne? Man, den sieht ja genauso scheiße aus wie im Spiel. Was denn? Hier liegt einer auf der Seite. LKW müde, LKW schlafen. Ja, lass ihn liegen. Ja, Hört sich fest. was soll ich auch anderes machen? Aufrichten kann ich ihn ja nicht. Also mit dem Radiosender hätte nicht geklappt. Nope. Ich setze mich damit jetzt noch nicht weiter auseinander, da reg ich mich nur unnötig drüber auf. Merkt man gar nicht. Außerdem, da ich den ETS sowieso nur im Stream spiele, macht das auch keinen Sinn, weil da darf ich es nicht abspielen. Denk dran. Das Technobase FM nicht abspielen? Nee. Warum das denn nicht? Nee, nur no copyright. Also alles ohne Urheberrecht, ohne, also Musik, wo ich nicht dieses Urheberrecht verletze. Wow, okay. Also ich bin jetzt in Bastia. Ja, ich Übrigens. stehe an der Tankstelle jetzt. Mach jetzt hier eine kurze Pause und dann, wenn du da Ach bist, du machen wir Kacke, weiter. Alter, was ist das hier für ein Hof? Kann ich da auf der anderen Seite rausfahren? Lass mich mal kurz einen Blick schmeißen Nein! hier. Ja, kann ich. Sehr gut. Bitte direkt mit Bastia oder was? Bitte nochmal? Bist du direkt mit Bastia oder was? Ja. Ist gar nicht laut, wenn man aus dem Fenster guckt. Wie heißt die Firma? Ja. BHV, GNT oder Carrefour? Ach, so wirst du es schon hinkriegen. Ja, mal Ja, gerade wie für heißt die 1200. Butze? GNT. Ah, okay. Gerade mal für 1200 € gedankt. Ja, das ist sowieso das Deprimierendste, wenn du spielst den Euro Truck Simulator 1,42, 1,46, der Liter Diesel, fährst du Spielst ABS, 0, 72 Cent. ja genau, 58 Cent. So, ich hoffe, der Weihnachtsmann weiß das zu schätzen, ne? Weihnachten steht vor der Tür, ich fahre seine Geschenke, ich hoffe, da fällt einiges bei Hast du Apfelmus. mir nicht deine Rechnung geschickt für Fahrkosten? Doch, ich habe ihm das in Rentiermeilen umrechnen müssen. In Rentiermeilen? In Rentiermeilen, ja. Werden die eigentlich besser bezahlt als ich? Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich hab es leider versäumt, mir vorher den Vertrag genau durchzulesen. Scheiße. So. Hast du angehängt? Ja, ich fahre gerade. Warte mal, drück mal kurz M und guck mal, wo du lang fährst. Fährst du außen an der Küste oder fährst du gleich zentral in die Mitte rein, wo an dem einen Kreis eine Tankstelle ist? Du kannst Sachen fragen, ja. So, Navi sagt, ich fahre nirgendwo hin, so, da. Wo in der einen Kreise, ja, ich fahre durch, also jetzt im Prinzip Bastia runter und dann in die Mitte, durch Kreisel und dann Tankstelle. Okay, da Und dann stehe ich. rüber nach Ayacucho. Ayacucho.
Weil wir rüber nach ganz links unten zum Hafen musst auch, ne? Ja, weil wir dann von da rechts rum müssen. Anstatt dass du rechts zum Hafen fährst, der dann rechts geht, nein, du fährst links zum Hafen und dann rechts rum und der rechte Hafen fährt nach links. Ich habe beim ersten Mal Hafen schon nicht mehr zugehört, weil Brabbel, 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 Brabbel. Danke für die nette Kommunikation. Bitteschön. Immer wieder gern. Immer wieder gern. Sie dürfen 70 fahren. Ja, ich arbeite dran. Musst du noch 4 Aufträge fahren? Hast du 15 Aufträge durch? Ja. Wann hast du denn gefahren? Als ich mit Diego unterwegs war. Im ATS. Das wird ja zusammengerechnet. So, das weiß ich nicht. Sind ja World of Trucks Aufträge. Es ist egal, in welchem Simulator du sie fährst. Und da ich die Lakete. Der fährt auch lieber ATS als ETS? Ja, momentan schon. Wenn der ATS gefahren bist, wo die LKWs standardmäßig so 105 oder 110 fahren, kommt der ETS schon wieder ziemlich langsam vor. Ich finde die Insel ja echt schick, ne? Hm. Ich fahre jetzt gerade in den Kreisel. Aber diese ganzen Kreisverkehre machen mich fertig. Ja, weiß ich nicht. Ich bin jetzt in den, wo ich Richtung Mitte fahre. Ach so, ja gut, da bist du nicht für den Kreisel. Wo sind sie hin, die coolen Zeiten der Ampelschaltung? Jetzt kommt mir auch noch einer entgegen. Ich kenne mein Glück. Das ist bestimmt so ein Vollprofi, der die Kurve schneidet. Fahren wir mal ein bisschen langsamer. Nein, ist ordentlich außen gefahren. Netter Boy. Ich habe irgendwie einen Luftleck. Grüße, Messlen. Was? Meslenity. Meslenity? Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Einen wunderschönen Montagabend wünsche ich dir. Ich sehe dich. Vater! Alter Vater, hier kostet gerade mal der normale Sprit 5 Cent mehr als der Diesel. Alter! So schön. Fühlt sich keiner benachteiligt. Nutze ich den Bums gleich mal. Danke. Tank ist zwar noch fast voll, aber wenn wir hier sowieso schon stehen. Zack. Ja, ich hab's schon beim ersten Mal gehört. So, Käffchen ist natürlich auch startbereit. Naja, 117 Liter hatte ich schon verbraucht. Ich hatte 798. Natürlich habe ich die Bremse an.
auf geht's. Nach Bella Italia. Das ist nicht. Ich weiß gar nicht, zu wem die Insel hier gehört. Frankreich. Frankreich? Frankreich. Ich hab grad beim Tür zuschließen eine Gewisch gekriegt, Alter. Hm? Ich hab grad beim Tür zuschließen eine Gewisch gekriegt. Ja, aber meine Jacke, wenn ich die ausziehe, lädt sich die immer auf und dann, naja. Du musst die nicht immer auf die Steckdose legen. Ah, ja. Aber hier ist heute recht wenig los. Ja. Wintermod. Wintermod? Was mit Wintermod? Ich hatte gerade einen Spieler in meiner Liste, der stand mit dreifachem Ausrufezeichen Wintermod. Also gibt's den doch noch? Es gibt den, du musst den glaube ich bloß irgendwie separat runterladen, so ich das verstanden habe. Den kriegst du nicht mehr in der normalen Liste, wenn mich alles täuscht. Nein, den gab's doch früher über den MP noch. Ja, ja, aber nicht mehr. Ich glaube, den musst du irgendwie separat runterladen. Hm. I'm not amused about this. Ja, natürlich geil, wenn ja alles hier verschneit ist, ne, aber... Ja, ja, total. Vor allen Dingen bergab. Ja, ja, mit den Fahrphysics und so. Nein, nein, wir machen, wir spielen realistisch. Es schneit hier nicht, also schneit es in Frankreich auch nicht. Rot, 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 rot. Oh, hier gibt's Schuhwerbung. Ja. Kostet mal gerade 199,90. Billige Schüchen. Ein Schnapper. Ist grün. Ja, ja, ich weiß. Wusstest du eigentlich, dass Mercedes mit den leichtesten Zugmaschinen baut? Die was? Die leichtesten Zugmaschinen? Das kann sein. Ja, so viel Gewicht zersparen, wenn du versuchst, die mittlere Achse vorne hochzuheben zum Reifenwechsel, kann es sein, mittig, dass die Achse durchspricht. Ah ja. Mysterien weil und gefährliches halt, Halbwissen. Herzlich willkommen hier im Stream. Ja, es ist nicht nur Halbwissen, das ist richtiges Wissen. Das, das ist so richtiges glauben. Halbwissen. Das ist so richtiges, richtiges Wissen, Halbwissen, ja. Hätte ich erzählt, dass ich Anfang nächsten Jahres den Führerschein machen kann? Hast du deinen Lappen jetzt endlich wieder? In 9 Tagen. 9 Tagen soll ich eigentlich wieder haben. Aber Anfang nächsten Jahres soll ich halt den Dingsführerschein haben. Wer weiß, was bis dahin noch alles verboten ist. Ja gut, bis jetzt dürfen die Fahrschulen ja noch offen haben. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Also ich bin der Meinung, die Schulen können sie ruhig weiter geschlossen lassen, das ist nicht schlimm. Ja, ja, war mir schon klar. Ey, sorry, ja, aber noch unnötigere Sachen gibt's gerade nicht. Also, du lernst auf der Arbeit mehr, als was du in der Schule lernst, das ist echt schlimm. Da wäre ich jetzt vorsichtig. Kommt immer drauf an, welchen Beruf man erlernt. Ja, bei meinem Beruf ist es aber so. In der Schule können sie die Lenkzeiten beibringen. Apropos, das Ding muss ich ja auch beantragen, ne? Oder wird beantragt, die brauche ich auch. Fahrerkarte? Oder was? Ja. Mhm. Hat jemand Hallo gerufen? Hast du dein Funkgerät noch an? Ja. Siehste? Aber war Deutsch. Ja. Hallo ist, ja. Im ersten Sinne erstmal Deutsch. Oh, ein weißer Renault. Oha. Die Farbe hat nicht mehr gereicht, wie ich scheint. Wieso vielleicht Markerweiß? Oder er hat eine Lackierung drauf, die du nicht hast. Kann ja auch sein. Auch möglich. Dann wird sie ja weiß dargestellt. Aber möglich.
Irgendwann bricht mir das. Bei dir auch gerade ein bisschen, oder? Nö. Irgendwann bricht mir das Force Feedback nochmal den Finger. Du sollst ja nicht mit dem Finger lenken, du sollst mit in der Hand lenken, Mensch. Ja, aber manchmal hat man nicht die ganze Hand frei. Oder nicht die Lust. Das ist halt. Also wir haben auf dem ersten, also auf dem Simulator 1 waren es 4800. Auf dem Simulator 2 3600. Und darunter waren wir überall so im 400er Bereich. Plus minus. Das ist schon echt heftig, was heute auf den Servern los ist. Mitten in die Woche. 4800 Leute auf dem Server, der nur für 4500 ausgelegt ist? Ja, dann waren es halt 4, 5 plus die, die in der Warteschleife waren. 4, 5 plus die in der Warteschleife, also die gar nicht eine Chance haben, auf den Server zu kommen, aber. Ja, so ungefähr. Schon ganz schick hier. Und es ist rot. Hoppala. Ey, mein Luftdruck schafft es gar nicht, sich richtig aufzupumpen, ey. Warum? Oh, falscher Gang. Bist du sehr in deine Bremse verliebt? Was war der denn jetzt? Pass auf. Ich weiß es nicht, aber es ist keine zweispurige Abfahrtsstraße. Er hat wahrscheinlich gedacht, du kannst auf beiden Spuren abbiegen. Oder er hat nicht gecheckt, dass er abbiegen muss. Gibt es von hier nur einen Ansteuerungspunkt? Ja. Gut. Es lässt so 5 Stück. Nein, nein. Ach Gott, wir müssen ja zweimal mit dem Bötchen fahren. Ja. Was es nicht alles so gibt. Polaris Lines. Passt. Wie schnell hat der Typ eine Internetleitung, ey? Wieso? Ja, guck mal, der ist nach uns ins Dings reingefahren und fährt vor uns schon weg. Es geht ja nicht um die Internetleitung. Sondern? Wie der schnell das Spiel lädt. Wenn du das Spiel auf die SSD packst, lädt es wesentlich schneller, als wie wenn du es auf einem HDD hast. Möchtest du mich vorlassen, oder? Ja. Okay. Ich habe jetzt auch erfahren, was es kostet, wenn du einen Actros mit Handschaltung noch haben willst. Ach ja? 4.500 Euro Aufpreis. Also vollkommen in Ordnung. Also ich finde das absolut okay. Was, damit habe ich auch gar keine Assistenzsysteme mehr. Auch das finde ich vollkommen in Ordnung. Wer braucht schon Assistenzsysteme? Oder ich fahre eben nach Munster und frag, ob ich da so einen alten, keine Ahnung, Opel Blitz oder sowas kriege. Brauche ich keine 4.000 Euro bezahlen, um Krankenhaltung zu haben. Das kostet der ganze LKW 4.500 Euro, ne? Wenn überhaupt. Ich hasse Kreisverkehre, hatte ich das schon mal erwähnt? Müssen wir nach Deutschland fahren, da gibt's fast keine. Das ist auch sehr unrealistisch. Weißt du, er hupt, er macht Lichthupe, damit er grüßen kann, fährt aber mir fast frontal in den LKW. Ich hab auch gerade so gedacht, so. Ah, Spezies auf den Straßen. Hast du deine Kabine jetzt auch ein bisschen dekoriert? Ja, natürlich. Schön in Weihnachtsstimmung. Ich habe hier so einen Fransenteppich mit Lichtern an der Scheibe kleben. Echt? Ja. Und es ist grün.
Also im Real Life hasse ich diese Fransenteppiche tatsächlich. Ja, schau, dass du links und rechts keine Gardinen hinmachen kannst. Die bringen dir was genau? Einfach nur aussehen. In echt kannst du da natürlich mit der Kabine zumachen, dass du pennen kannst, aber. Nein, wirklich, ich meinte jetzt schon im Spiel. Ja, ist genau das gleiche. Was bringt das Ding vorne in der Scheibe? Das Aussehen. Wenn du links hast, wäre es auch Aussehen. Auch wenn es keiner sieht von außen, auch von innen. Ein bisschen Sonnenschutz, die 2 cm, die es da runter hängt. Kommt immer drauf an, wie extrem du diese Dinger einstellst. Also, wenn du nach vorne ziehst, halt. Wenn du mich von hinten jetzt nicht anleuchten würdest. Aber auch so sehen die Anhänger sehr cool aus. '81 wieder, oder? 83 tatsächlich. Na dann. Was, ich leuchte dich von hinten an? Ich guck grad nicht nach hinten, alles gut. Hören die beide Spuren heute, oder? Hey, was? Ich bin Deutscher, ich bin sehr einnehmend. Ah ja. Ach ja, Kaffee hätte ich mir auch noch machen können, hab ich vergessen jetzt. Er hast nicht gesagt 83? Ja. Komm denn näher. Was fährst du für ein LKW? DAF. Ich kann halt keinen Tempomaten einstellen, oder? Immer diese Ausrede, ist kaputt. Ne? Banner, ihr Rechner ist abgeraucht oder sowas. Warum? Weil die vorhin disconnect hat und seitdem nicht mehr aufgedauert ist. Tja, das kann sein, weiß ich nicht. Nett. Aber in ATS hast du nicht die Probleme, ne? Da kannst du immer hupen. Was kann ich? In ATS kannst du immer hupen. Nein, hast genau die gleichen Probleme. Echt? Mhm. Wo ich mal reingeschaut habe, die ganze Zeit hatte ich gar keine Probleme. Beim Diego geht sogar hin und wieder der Motorsound halt einfach weg. Aber ansonsten, man muss das voll und ganz genießen. So eine schöne Feierabendtour, also Abendtour. Feierabend. Oh, für dich ist das nicht ja, Feierabend. Ja, ich weiß. Du musst doch arbeiten, das ist kein Urlaub. Reibst mir doch unter die Nase. Nein, doch schon. Dienstag haben wir heute, ne? Oder? Das ist falsch, wir haben Montag. Montag. Ja, tut mir leid, ich hab Urlaub, deswegen. Halt jetzt einfach die Klappe, ey. Sonst hast du gleich einen kaputten LKW. Boah, da hab ich noch genug Reaktionszeit, wenn du jetzt vorhin die Eisen latscht. Nein, ich würde das langsam machen, ich würde das so über die Tour ziehen, weißt du? Ach so. Dass jemand so nah bei den Rampen ist, dass jetzt kann ich! Ja, genau! Das ist genauso wie das einen mega Unterschied macht, was du, also wenn du, ich musste ja im ATS auch neu anfangen, wie du deinen Fahrer skillst. Als ich mit Diego gefahren bin, hatte ich teilweise preisliche Unterschiede von 6.000 auf die gleiche Tour. Den einen Tag 20.000 auf die gleiche Tour. Ja. Ich weiß. Was verdient sie jetzt mit der hier? Das ist eine gute Frage, mein monochromer Freund. F6. Ich. Ja. 33.000. Oh, ich mach 47. Das musstest du mir jetzt unter die Nase reiben. Wo fährst du hin? In Ort? Ja, gleich wie du. Ernie, ATC? Warte. Ja. Okay. Warum ist denn hier zu wenig los, Mensch? War so langsam, dass er nicht mal in 12. Gang schaltet. Ich bin auch nicht im 12. Gang. Hier ist 80. Und da steht Latte. Da steht Latte? Da stand Latte. L-A-T-T-E. Latte. Ich weiß nicht, auf was das bezogen ist, aber es stand da.
Das weiß ich tatsächlich auch nicht, aber das ist mir auch Banane. Oh, guck mal, ein anderer Spieler. Welch seltener Anblick. Ja, hier ist irgendwie nicht so viel los. Sagt er und es kommen uns zwei LKWs entgegen. Wollte ich mal sagen. Aber nicht so viel wie in der Mitte Europas. Das ist schon richtig. Ich dachte, wir müssen nach Frankreich fahren. Naja, wir sind ja gleich in Italien, dann können wir ja schon mal wieder Richtung Norden fahren. Einmal bitte nach. Hör auf zum mit Hafen. Zum Hafen? Ja. Hamburg. Auch, können wir auch fahren. Das wollte ich nicht. Calais. Ja, ja, Calais. War mir schon klar. Wir fahren nach Calais. Wie war das? Ein YouTuber hat doch jetzt auch aufgerufen, der wollte so ein Rennen machen, quer über die ganze Karte. Musstest aber immer von Fracht zu Fracht quasi arbeiten. Dass du quasi mit einer Fracht, sag ich mal, irgendwo von Frankreich aus nach Deutschland fährst, von Deutschland dann da und da, dass du halt einmal quer durch die ganze Map fährst. Habe ich mir so gesagt, wie einfach ist das denn? Du kannst dir doch, gibt doch ein Programm, wie du dir eine Fahrt erstellen kannst. Machst du einfach den Startpunkt und ein Ziel als Fracht, nimmst du irgendwas Leichtes und Abfahrt. Dann musst du nirgendwo anhalten, sondern ballerst einen durch. Ist auch nicht Sinn der Sache, ne? Sollte man ja schon irgendwie. Du kriegst dafür über die Kohle. Na, ich bin der Meinung, wenn man mal sowas mitmacht, dann sollte man dann auch fair machen. Nee, ich hupe jetzt nicht. Das ist doof, dass du beim G27 nicht in der Mitte so einen Button hast für die Hupe. Überleg mal, ETS wird das machen, wie LS und Lenkrad rausbringen. Ja, aber dann bitte qualitativ hochwertiger. Ja, ja, nicht so wie Plastikbomber. Naja. Für dich wäre doch auch dieser Schaltknüppel was Geiles eigentlich, wo du auch die Zwischenstufen schalten kannst. Du, ich bin ganz ehrlich, ich habe das G27 nur, weil da tatsächlich alles mit drin war. Das finde ich beim G29 ein bisschen schade. Dass du musst alles einzeln, ne? Ja, ja, du hast das Lenkrad und Gaspedal, Bremse, Kupplung, aber du musst ja halt diesen den Schaltknüppel dazu kaufen. Das finde ich halt ein bisschen doof. Heutzutage kannst du ja auch einfach, da musst du gar nicht auf Logitech zurückgreifen, gibt ja auch noch andere Hersteller, wo du auch die Lenkräder tauschen kannst und sowas. Wo ein richtig schönes. Aber da ich größtenteils Logitech benutze. Hast du nicht eine Rocket-Tastatur? Ich meine jetzt von so Sachen wie Joystick, achso, Lenkrad, etc. Dass der Blinker nicht automatisch ausgeht bei sowas. Ja, weil der Kurvenrad ist nicht, der Einschlagswinkel nicht erfüllt wird. Alle sind sie hier mit den Weihnachtsgeschenken unterwegs. Oh, es ist grün. Es ist grün, ich fass es nicht. Mach mal drei Kreuze im Kalender. Ich wollte auch gerade schon bremsen. Der Vater, was ist das für eine Riesenbrücke hier? Rechts übers Wasser. Ja. Da bin ich ja mal gespannt, was sie da noch geplant haben. Eine, die noch nie offen ist. Kam ja die neue Folge von Grand Tour, ne? Kann sein. Ich verfolge das jetzt nicht so. Da haben sie, waren sie, ich weiß gar nicht, in Frankreich oder so unterwegs. Da gibt es eine Autobahn, die führt direkt am Wasser lang. Die haben so Probleme mit Erdfall, also hier mit Steinen, die von der Küste runterknallen auf die Autobahn, dass sie alles mit Netzen abgehängt haben. Das hat aber euch gebracht. Deswegen haben sie eine Autobahn neu gebaut, die quasi 5 Meter neben der alten langläuft, aber komplett übers Wasser. Da kostet ein Quadratkilometer Autobahn 140 Millionen. Ja.
Warum nicht? Wenn man's hat. Können mal so einen Quadratmeter davon nicht bauen und mir das Geld dafür geben. Schon wieder ein Hafen. Hast du eine Peilung, wo wir hin müssen? Ja. Teilst du es mir auch mit? Oh, hier ist eine nicht. Hier ist noch Kollisions. Nein, no collision area. Echt, das steht bei mir oben gar nicht. Jetzt ist es erst. Vorher ist es keine, wenn du zum Boot hinfährst. Es ist ein Schiff. Ich gehe mal davon aus, wir müssen nach Nepal. Du musst nach Nepal, ja. Du musst nach Nepal, ich fahre nach Palermo. Ja, fahr du mal nach Palermo, fahr du mal die, keine Ahnung, wie viele hundert Kilometer mehr. Was für ein Zufall, ich habe gerade den Hafen von Calais im Hintergrund. Ja, aber das ist schon lange nicht mehr so. Ich würde es hoffen, da muss man bergauf fahren. So, wir starten mal kurz. Oh, ein Bagger. Ach, LKW ist on, Licht ist glaube ich auch an, ne? Ja. So, ich pull mir mal ganz kurz was zu trinken, während ich noch in dem Bötchen Schiff stehe. Natürlich, jetzt ist hier alles leer. Man gönnt sich ja sonst nichts. Ja, und ansonsten ist das Jahr schon fast wieder rum. Ist auch sehr zügig rumgegangen, tatsächlich. Zeit vergeht. Was ist das Jahr? Ja, Zeit vergeht wie im Flug. Oh, hier ist ein Begleitfahrzeug. Ein Skoda Octavia als Begleitfahrzeug. Fahrziel anzeigen. Nee, möchte ich nicht. Möchte vom Schiff runter. Motor abstellen. Nö. Und um die Kurve. So. Was ist das hier für ein Gejuckel, ey? Na, hat sie die Straße noch nicht? Doch. Ehrlich gesagt, doch. Ich hätte die nächste hier fahren müssen, ne? Die sind... Ach du meine Güte, was ist die kommt los? Da mit dem Schwertransport um die Ecke. Deswegen gibt's hier drei verschiedene Straßen, die du fahren kannst, wa? Ich hab schon wieder vergessen, das Knöpfchen zu drücken. Ich habe irgendwo Druckverlust, Alter. Mein System ist immer leer, wenn ich ewig länger im Motor aus hatte. 90% der Fehler sitzen auf dem Fahrradsitz. Na gut, das ist dann 10%, also dann habe ich weniger Fehlersuche, ne? Hier ist 40, ne? Hat er wahrscheinlich den Acker geschmissen, oder?
Oh, ja, ich hatte mein Mikrofon aus. Ich Mombo. Was ist denn hier los, ey? Alles voll. Kann passieren, kann passieren. So. Na, haben wir da fast die Ausfahrt verpasst? Nö. Du warst einfach nur ziemlich langsam. Hier ist 40. Ob du richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Ja. Telepass. Telepass ist rechts, ne? Rechts, genau. Klappt ja immer nicht so ganz wahr. Doch, ich mach das vorsichtig. Ich hab noch nicht so viel Geld, dass ich mir das erlauben kann, irgendwo volle Möhre gegen zu eiern. Ich bin auf jeden Cent meiner Fracht angewiesen. Warte, warte. Oh, hi, Mann. Sei froh, dass ich noch keine Bremsassistenten sowas gibt. Der ist voll in den Acker geschmissen. Ja, du. Nein, der Bremsassistent hat jetzt voll in den Acker geschmissen. Ja, aber dein LKW. Ja. Ja, warum soll ich denn froh sein? Mir ist das so bums. Du bremst doch dann. Weil ich dich dann bei der nächsten Raststätte aus der Karre rausziehe und jetzt habe ich eine Knolle. Ich glaube, nein. Gibt keine nächste Raststätte. Warum sind denn die Autobahnauffahrten hier alle 40? Macht doch gar keinen Spaß. Weil die vielleicht links keine Leitplanke haben und du sonst durchschlagelst und dann irgendwo in der Bumper liegst? Ah, Quatsch! Würde ich den LKW hochschieben? Wäre ja selbst im Schieben schneller. Das will ich sehen. Oh, Strich 80. Was für ein Zufall. Man halt auch alles erstmal so hinbekommen, ne? Also. Hat er nicht gerade gesagt, dass das die Abbiegespur ist? Ne, die Abbiegespur ist nach rechts weggegangen. Jetzt erstmal mein Lieblingsgedöns. Fernlicht. Ja, ist echt dunkel, ne? Ja, hat die Nacht aber so an sich. Echt? Ich finde die Auflieger ganz dunkel aussehen, ne? So, bitte noch mal was. Ich gesagt, wie schön die Auflieger im Dunkeln aussehen. Das ist korrekt, ja. Mit ihren 2 Millionen Lichtern. Jedes Weihnachtsgedöns an Häusern ist ein Witz dagegen.
Ja, ich habe versucht, Lichttube zu machen. Ich habe aber noch Fernlicht an. Na dann. Das könnte erklären, warum es nicht funktioniert. Ja, schön. Übrigens, ich habe das vorhin nochmal versucht, mit dem Hadanit zu verkaufen. Ah. Das funktioniert nicht. Also es wird angezeigt, es ist auch da, es ist auch legale Ware, ich kann es aber nicht auswählen. Ah. Gerade am Trinken. Sieht man. Ich meine, sie merkt man, ne? Hat nur. Hey, merken tut man sich, man sieht es höchstens. Aber wenn du es merkst, dann weiß ich auch nicht. Dann ist zu spät, dann kriege ich nicht das volle Geld. Das tut mir leid. Da kommt er von hinten angepäst. Ja. Du! Wir halten durch, kriegen keinen gleichen Abstand. Du bist ganz schön weit weg gewesen, also auf der Karte gerade aus, als wärst du schneller als meine Wenigkeit. Ich fahr 80, du fährst auch 80. Nein, 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 nein. Was denn, 81? Ich fahr sogar gerade auf 82. Oh nein! Doch! Warte, 110, Moin sein, er hört 82, hallo? Ist doch alles neu im Rahmen. Hält sich doch alles noch im Rahmen. Warum genau fährst du jetzt über die Tankstelle? Weil ich da noch eine graue Stelle hatte. Oh nein. Was die Leute nicht alles machen, um ihre Karte aufzudecken, du. Ah, hat's noch gehupt, jetzt nicht mehr. Meine Tür geht. Meine geht auch wieder. Freispurig. Ich wollte gerade schon sagen, warum sind da so komische Pfeile auf dem Boden? Wenn sie rechts vorher schon geschaut hätten, waren da auch Pfeile auf einem Schild, das das andeutete. Ich bin sehr ignorant gegenüber Schildern, die sagen meistens nicht so schöne Sachen. Aber auf die KMA-Anzeige achtest du hier komplett, weißt du? Ja, man muss sich auch zumindest ein bisschen an die Regeln halten. Wir fahren ja kein Rennspiel. Wenn ich das spielen wollte, dann könnte ich hier jetzt einfach Vollgas und gib ihm. Welche Taste ist das mit den Tempomaten, dass man die gespeicherte Geschwindigkeit davor wieder kriegt, weißt du? Weiß ich nicht, das habe ich für mein Lenkrad eingestellt. Telepass links. Oh cool, ich kann gleich hier bleiben. Viele Wege führen nach Rom. Aha. Was ist das für eine Errungenschaft? Weil wir auf dem Weg quasi Richtung an Rom jetzt sind.
auf dem Weg Richtung nach Anrom. Ja. Wow. Massiver Leck, du bist gerade stehen geblieben. Schmieren die Server gerade an? Bei dieser Raser, ne? Hörst du mir zu? Ja. Bei mir steht alles. Also bei mir stehen die LKWs alle. Ich bleib mal auf der mittleren Spur. Ja, ist besser für dich. Viel besser für dich. Sicherheitshalber. Komm auch nicht auf die Idee rüberzuziehen, bitte. Ah, du bist wieder da. Bei mir lief die ganze Zeit alles. Ja, bei mir nicht. Ah, ich glaube, die Server sind wieder ein bisschen. Nein! Geh weg! Lass es! Nein! Oh, du bist so ein Vogel, ne? Warum? Weil du ein Kamer schneller bist. Nein, 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 ich lass dich nicht vom. Ich will das nicht. Nein, nein, nein. Ich möchte das nicht. Bist du jetzt gerade ernsthaft gegen dieses Betonding gefahren? Ja, weil du mich rübergedrückt hast, du Raudi, Alter. Ich melde dich jetzt direkt, du Vogel. Ich hab dich doch gar nicht rübergedrückt. Ich hab eine Videoaufnahme, ja? Nein, nein, ich hab die Videoaufnahme. Nein, ich auch. Wenn ich das haben will, dann hab ich die direkt hier liegen, mein Freund. Nein, nein, ja. Also ich habe keine Meldung gekriegt und auch an meinem Anhänger warst du nicht dran. Wieso ich dich rübergedrückt habe? Junge, ich war auf Hälfte deines Zuges und du bist rübergefahren. Ich habe 8% gefohlen. Ich kann dir sehr gleich mal zahlen bei der nächsten Möglichkeit. Och nö, lass mal. Ich brauche das Geld. Das ist mir gerade sowas von egal. Ich zeig dir gerne mal, wie du mich gerade abgedreht hast. Nein, nein, alles gut. Doch, doch. Kein Problem. Nein, nein. Nein, nein, das ist gut. Kennt ihr dieses Bedürfnis, immer in der Mitte zu fahren? Ich habe das ja ganz gerne im Dunkeln, da hat man noch Platz auszuweichen, wenn das kommt. Och nö. Oh, warte, Telepass ist rechts. War wohl nicht so schön getimed, hä? Hey, ich war zu schnell. Ich war einfach zu schnell. Alter, kannst du jetzt mal schalten? Ich würde nicht hier im 10. Gang fahren. Nein, kann er nicht, weil er die Schranke erst aus dem Gehäuse ziehen muss. Das blockiert gerade das Getriebe. Du bist da vorne mal ganz ruhig, ja? Wie hätte ich den ersten Schaden überhaupt gekriegt, du Vogel? Schön. Ja, du bist bei mir aber jetzt verschwunden, mein Freund, ne? Schon wieder? Oh ja, Connection with Server has been broken. Ich bin jetzt gerade 80. in der Warteschleife. Connection established. Ghost Mode. Oh, ah, da bist du wieder. Mal noch bin ich im Ghost Mode. Naja, ich seh dich einfach. Kommt er jetzt gerade in der Abbiegespur? Ja. Die ziehen dich hier komplett aus. Denkst du am Auflieger, mein Freund? Du wolltest damit nach Italien fahren, ne? Also. Deswegen bringt der Auftrag so viel. Du musst irgendwie die Unkosten für die Strecke wieder rausholen. Genau. Telepass, da ist er. Ein bisschen im Kreisel schneiden, ist in Ordnung. Aber ich sehe ja echt so gefühlt alle 2 Meter irgendwo so eine Mautstation, ne? Ja, ich sag ja, die ziehen dich hier komplett aus. Fast so schlimm wie in Frankreich. Naja, sie können mir ja gerne... Ich sehe jetzt auf dem Schild steht 90 und wir dürfen 80 fahren. Sie können mich auch von mir aus gerne ausziehen, solange ich mein Geld dafür behalten kann.
Dafür muss ich die 80 erstmal erreichen. Ja, nee. Ich muss sagen, die Italiener bauen sehr LKW-unfreundliche Kurven. Abbiegungen. Hier gibt's halt eben nur 90 Grad, ne? Oh, ist ja rot! Hinter mir noch Platz, ich sehe die Ampel nämlich gerade nicht. Nein, bleib stehen. Bleib stehen. Siehst du die Ampel? Ja. Ah, in der Außenansicht sehe ich sie auch. Hallo, es ist grün. Hab sogar recht, ich glaub das nicht. Ja, im ersten Moment war sie noch rot, ich hab's genau gesehen. Tja, kommt davon. Rache ist Blutwurst und so. Wow, links und direkt wieder scharf rechts, ne? Geilo! Ach du meine Güte! Zack! Hat geklappt. Du bist zwar auf offiziell jetzt auf dem Firmengelände, ist aber alles noch Collision Area. Ja, das ist so schön. Deine Definition von schön ist sehr merkwürdig, tatsächlich. Warum? Ist doch langweilig, wenn überall Collision Area ist. Not Collision Area. No Collision. War witzig einfach, ne? Wo das Filmgelände anfängt, wo die richtige Firma auf der Karte nur eingetragen ist. Voll leer hier. Der mit seinem Technolicht nervt ein bisschen. Wird das auch noch heute was, oder? Ja, ja, entspann dich. Ich drücke mal die Bremse zu fest. Ich möchte eigentlich immer so ein leichtes Rollen drauf haben. Aber ich habe immer so ein leichtes Stehenbleiben. Ah ja. Ah, 33.921. Nice. Ich bin geübter Arbeiter. Man nennt es auch Knecht. Hm. Gerade rausgesprungen aus dem Spiel. Mercedes. Alt, das da. Fahrerhaus, Lackierung, Sate. Sieht interessant aus. So, was haben wir denn jetzt? 138.000. Könnten wir ja eigentlich mal so ein bisschen was in die Hand nehmen, ne? Du weißt schon, dass du dafür mit nach Hannover musst. Ja, ja, schon klar. Nee, ich meine für den LKW. Ja, dann müssen wir zur Werkstatt fahren. Crystal Ray. Standard Trailer. Gucken wir erstmal, was die Aufträge so sagen von hier unten. Ich habe keinen einzigen bei extern drin für Weihnachten. Warte. Er lädt.
Ist das Weihnachtsevent schon vorbei? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Hast du was nach Lyon? Chill. Ich muss erstmal wieder auf die erste Seite. Ich klicke jetzt erstmal auf Aktualisieren. So weit kann ich gar nicht fahren, du. Das Weiteste, was ich habe, wäre, oder beziehungsweise, ja, nach Zürich. Hast du was nach Zürich? Ja, leider schon. Sehr schön. Willst du nach Zürich fahren? Ja. So wenig hier, Alter. Was heißt so wenig? 30.000. Sei doch leise, ich krieg 10.000 weniger. Und ich fahr Zement. Ach, auch von hier, ja? Ach, du fährst ja, auch Zement. Ich fahr auch Zement. Hallo! Hi! Oh, Mensch, des Kinders. Schau mal, wie lang einfach der da Königszapfen ist, das ist ja abartig. Aber du bist jetzt auch erstmal zur Werkstatt, oder? Nö, ich fahr da jetzt erstmal hoch nach Zürich. Ja, wir müssen aber mal zur Werkstatt fahren. Weil du reparieren musst. Reparieren wäre mal ganz vorteilhaft, Alter. Rubber. Hast du zufällig im Kopf gesehen, so im Augenwinkel, wie viele Tonnen das waren? 22. Das ist ja alles in Ordnung. So, gebe er Gas. Ich fahr mal links rum raus. Ich fahr dir hinterher, aber bei mir muss erst das Tor aufgehen. Dann habe ich die Straße zumindest auch schon mal aufgedeckt. Wenn ich überlege, dass es tatsächlich Menschen gibt, die diese komplette Karte schon befahren sind. Jede Straße, jede Abzweigung, alles. Schon echt heftig. Ich glaube, ich habe die Hälfte der Karte schon aufgedeckt. Naja, aufgedeckt ist sie ja generell. Ich finde diese Auflieger so hässlich, ne? Mir ist doch egal, wie mein Auflieger aussieht. Ist ja nicht meiner. Der Tank oben ist breiter, als die Achsen unten auseinander sind. Ja, ist doch also gut. Ja, klasse, wenn du so einen hohen Schwerpunkt hast, ne, bei so einem schmalen Fahrgestell. Ja, das ist super. Das muss so. Ja. Das sehe ich bei dir gerade, du kippelst schon die ganze Zeit so ein bisschen. Ich weiß tatsächlich nicht, wo die nächste Werkstatt ist. Ja, fahr mir hinterher. Tu ich doch. Also ich denke mal, ich hole viel zu weit aus und dann sehe ich im Rückspiegel, wie eng das mit dem Anhänger dann doch ist. Ich muss hier rechts. Ja, komm mit. Geht das auch freundlicher? Oh, guck mal, eine Werkstatt. Mhm. Ach, man darf wieder maximal 60 fahren. Ein Doch in der City. Ich soll hier drehen, laut Navi. Auf der Straße. Ja, ich war gespannt. Ja, nicht nur du. In Frankreich lieben die auch Tore, ne? Kreisel und Tore. In Italien meine ich.
Dein Anhänger ist hohl. Oh, gut. So, ich hab 3% auf Reifen. Natürlich. 3%! 3%. So. Schauen wir noch mal. Nee, das sieht kacke aus. Alter, wie lang wird der LKW denn bitte, wenn du ihn zum Dreiachser machst? Verdammt lang. Cool. Windigkeit. Nee, wir hatten doch irgendwo... Ah nee, den hatte ich schon eingebaut, den neuen Motor. Powershift G33-12. Das nehmen wir mal mit, das neue Getriebe. Das sieht ganz gut aus. Und er hatte mir irgendwas gesagt von einer neuen Lackierung. Da. Nee. Ich bin dafür, wir machen ihn erstmal Black Horse. Schwarzer LKW. Der hat was. Sieht interessant aus. Aber nein, das lassen wir. Kann ich dich einfach entfernen, ne? Ja. Aber wir könnten Original Samurai Titan Viking Razor. Das sieht in Ordnung aus. So eine kleine, ja. So, gucken wir mal. Was kommt hier unten drauf? Ganz wichtig. Mercedes. Hier ist auch ganz wichtig. Mercedes. Bestellen. So, und dann verlassen wir den ganzen Bums hier wieder. Ja, warte, mein Licht ist an. Achso, bist du fertig? Ja. Gut. Denk dran, dass du das Licht anmachst, ne? Ist schon an. Sauber! Was denn? Der Pfosten war deiner. Bei mir habe ich ihn nicht mitgenommen. Bei mir bist du da einfach richtig schön. Ach Quack, das erzählst du jetzt nur, damit ich mich schlecht fühle. Der Pfosten hätte Familie haben können. Der hatte Familie, hast du nicht seinen kleinen Pfosten so daneben gesehen? Ja doch, als du dran vorbeigefahren bist, habe ich den kleinen Pfosten gesehen. Hat man nicht mit der Chat witzig. Fährt man nochmal Zement zu 846 Kilometer? Vielleicht haben die in Zürich nicht diesen guten italienischen Zement. Herrgott, weiß ich doch nicht.
So, und jetzt nochmal auf die Thematik von vorhin zurückzukommen. Du meinst dieses hier nach rüber ziehen? Also weißt du, dass ich nochmal von dir gesprochen habe, ja? Oh, da vorne kommt eine Mautstation und ein Kreisel. Auf wieder, tschüss! Auf wieder, tschüss! Schaffe ich es noch. Irgendwann nehme ich die Schranke noch mit. Ich weiß es. Na dann. Oh, da habe ich gerade das Knacken vom Getriebe gehört. Die Kupplung nicht richtig durchgetreten. Da waren es ein Zahn weniger, ne? Ich habe den Getriebesand aufgefüllt, weißt du, spare ich mir nachher beim TÜV, ja, bei der Werkstatt. Zweispurig? Ja. Was man hier alles so macht. Jetzt juckeln wir erstmal Autobahn, wa? Alter! Server Connection ist heute echt nicht die beste. Weil wir sind gerade schon wieder stehen geblieben, wir sind gerade fast reingefahren. Und immer noch keine Seitenverkleidung hat er dran, ne? Klar. Nee. Doch, ich hab Seitenverkleidung. Keine Seitenverkleidung. Am LKW? Doch. Ja. Doch, hab ich doch letztes Mal angebaut. Ja, nur so zwei Streben oder sowas. Nee, nee. Wie war es mit der Thematik 80? Hast du keine Lust mehr, oder? Achso, ich hatte das eigentlich nur gemacht, um dich einzuholen. Weil du so weit weg warst. Du hast doch keine schwarzen Seitenverkleidungen. Nein, schwarz nicht lackiert. Bei mir hast du keine Seitenverkleidung, bei mir siehst du den Tank. Du hast Seitenverkleidung dran? Hast du jetzt die Sprache verschlagen? Ja, oder? Nein, ich war gerade am Handy. Ja, ich habe Seitenverkleidung dran. Nee, hast du nicht. Doch, hab ich. Nein, hast du nicht. Doch, hab ich. Geht doch kein Schmarrn, du hast kein Geld dafür. Mehr als im ATS. Jetzt hat er den auch. Was hat er? Danke, Tempomat, sehr freundlich. Was denn? Den Tempomaten hat nicht gespeichert. Es geht bergauf. Ja, die Beschleunigung tut. Übrigens rüber. War ja schon die ganze Zeit wie so eine bekloppte Lichthupe. So.
Junge, ist dieser Anhänger schmal. Boah, ist das hässlich. Das guck dir das mal an! Ja, fahr mal hinterher, der, mein LKW ist nochmal. Ja, wie breiter der ist. Das ist halt einfach so. Find dich damit ab. Ist das hässlich, Alter. Was mich viel mehr stört, ist, dass der nicht beleuchtet ist. Ich bin das nicht mehr gewohnt, bin in letzter Zeit so viele Geschenke gefahren. Also, du bist ganz schön langsam. 83. Ich fahr 84. Hast du gerade ernsthaft gebremst? Denk dran, ich fahr hinter dir, ich sehe das. Ausnahmsweise. Ja, weil ich vom Gas runtergegangen bin, der wieder auf die 83 runterbremsen wollte, eigentlich. Eigentlich? Ja, ich bin auf 85. Oh, gut, nicht, ne. Gut geschlafen. Oh, ich kann morgen lange schlafen. Und das denn? Weil ich erst um 12 beim Kunden sein muss. Hast du eigentlich keinen Resturlaub, den du noch nehmen musst oder so? Nope. Nein? Nein. Wie kann das denn? Aus Gründen. Ja, aus Grün. Der nationale, jetzt ziehst du mir weg. Ja, weil ich 85 fahre. Ja, warum? Weil du mir viel zu nah kommst. Möchtest du mit deinem Bruder nicht auf Kuschelkurs gehen? Musst du tanken oder ist das bei dir grau? Grau. Der Tankwart kriegt gerade eine Herzattacke. Irgendwas kam da, glaube ich, von hinten sogar noch, ne? Weiß ich nicht. Aber ist auf Abstand. Wie schnell fährst du denn jetzt? 84. 84? Also ohne Licht hat tatsächlich die Lichterkette an der Scheibe was. Ich hab da gar keine Lichterkette. Doch, so schön weihnachtlich. Junge, da ist irgendwas falsch wie in einem Kaffee gepackt, das wäre so eine Lichterkette, ey. Kann unter Umständen passiert sein, ja. Du versuchst gerade zu trinken, kann das sein? Mhm. Hat man gesehen. Irgendwie ist gerade mein Deckel an den Haken gekommen, ich musste gerade versuchen. Dabei kippte er die Flasche um, das Getränk läuft in den Rechner und im nächsten Moment war der dann weg. Oh, Tunnel! Ah! Schrei doch nicht so. Die armen Leute, die sich das Video anschauen. Ja, bis wir das noch wach sind, so langweilig wie es gerade war. Die sind hier. Jetzt taub, ja. Ey, wir haben 2 Uhr. Ja, und? Also? Hier ist auch ziemlich wenig los. Okay. Die können sich auch nicht entscheiden. Zweispurig, dreispurig, zweispurig. Jetzt gerade du da weggeploppt. Was? Wir kamen hier gerade eigentlich einen LKW entgegen, der war auch immer weg. Ja, wie gesagt, ich glaube, die Server sind ein bisschen überbeansprucht.
Server zu finden, wo 4000 Leute ohne Probleme drauf spielen können, ist schon schwierig, ne? Aber die werden ja nicht die ganze Zeit dargestellt, du hast ja nur einen Radius von... Ja, gut. Was, einem Kilometer? Ich weiß es gar nicht. Ja, ich glaube, knapp einem Kilometer. Fahren wir hier gerade die... A1. Das ist jetzt nicht die Strecke mit dieser besonderen Autobahn. Wie heißen die nochmal? Den Gotthardtunnel war das nicht, oder? Ich habe keine Ahnung. Da bin ich tatsächlich raus. Autobahn zieht sich ganz schön. Ja. Und wir sind noch 8 Stunden unterwegs. Ja. Ist grau. Mir tun die Tankwarte leid. Warum? Naja, wir haben so einen LKW mit 80 bei denen. Die Tankstelle knackt. Boah, na ja, erstmal einen Krieger, einen Herzklabaster. Ja, aber der Radius, wo die Leute dargestellt werden, ist ja noch kleiner, anstatt was sie nur angezeigt werden, ne? Mein monochromer Freund. Lass das 500 Meter sein oder so höchstens, wenn ein LKW angezeigt wird. Ist eine gute Frage. Alter, was ich hier gerade für Musik höre? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ja, ein Banjo. Ein Banjo. Mhm. Warum? Weiß ich nicht. Das Technobase FM. Keine Ahnung, was da zurückgemischt wird. Country Base FM. Vielleicht der andere tut sich aber nicht. Die ganze Zeit Fernlicht an und aus? Ja. Warum? Hast du ein bisschen Langeweile? Kann sein. kann sein. Das mit der Brücke sieht gar nicht schlecht aus, so. Hast du rechts den Bahnhof gesehen? Ja. Oh, nicht schlecht aus. Was ist das da links? Eine Brücke. Nice. Würde ich mal so sagen. Mich irritiert ja immer noch so ein bisschen, dass man im Prinzip aus der Ego-Perspektive seinen Körper nicht sehen kann, dass er Stuhl ist. Wenn man von außen guckt, sitzt da jemand. Ja, und wenn ich an mir runter gucke, sehe ich den Sitz. Oder ist das fortgeschrittene Magersucht? Wirklich. Oh herrje. Hä? Das zieht sich echt. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer wir noch haben. 484. Wow, Hälfte haben wir schon mal geschafft. 7 Stunden noch. Also in gelben Stunden. Wie viel? 7. Meine Fähnchen an der Scheibe hängen fest. Meine Damen und Herren, darf ich Ihnen präsentieren, der tanzende Duff. Darf ich sterben? Wie schnell fährst du? Du beschleunigst schon wieder. Ich will die Kratzer auf deiner Stoßstange sehen.
Das sind meine! Das geht nichts an! Du kannst ja nur maximal 90 fahren, oder? Ja. Toll. Wow. Ja. Das wird ein echt. Ja. Oh ne, hier fahre ich jetzt nicht runter. Warum denn nicht? Oh, Hupe geht. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich mir Multiplayer wünschen würde, dass es KI-Verkehr gibt. Ja, das wäre echt noch geil. Aber dann will ich gar nicht wissen, was hier für Unfälle existieren würden und so was. Oder für Staus, aber das wäre mal interessanter als dieses stumpfe, ich fahre 4 Stunden Autobahn. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie es denn aussehen will. So, na, ich muss ausweichen, na, ich muss hier lang, na, da kommt schon wieder ein Auto. Naja, vielleicht würde... 40.000 sich so durch die Verkehrsschlänge. Vielleicht würdest du dann mehr Leute sehen, die normal fahren, anstatt damit 100 durch den Verkehr zu eiern. Dann wann haben wir eigentlich überlegt, jetzt auf einmal 90 zu ballern? Damit die Autobahn schneller vorbeigeht. Das zieht sich zu sehr. Da geht der Auflieger so auf den Sack, ne? Da regst du dich so richtig drüber auf, ne? Ja, ich hasse das richtig, ey. Der ist so schmal, ist der. Bist du gerade langsamer geworden? Nee. Doch, kommt ein Berg. Und da warst du bei mir wieder weg. Bist mal wieder einfach stehen geblieben. Bei mir steht alles. Schön. Ja, ich bin auf der linken Spur. Ganz linke ja, Spur. Ja, bleib da ruhig. Na, jetzt bist du mir auch weg. Ich muss jetzt in die mittlere reinfahren, ne? Ich bin immer noch ganz links. Ah. Vielleicht klopfst du sowas von neben mir auf oder so. Server has broken, will automatically reconnected. Bist du auch schon in der Abfahrt oder Auffahrt? Ja, ich bin in der Kurve. Aber hinter mir mit Ghost Mode. Ah, da. Alter, was ist aber was stimmt, dass rechtzeitig passiert ist, hier wird es mich einspurig. Warum ist ja Ghost Mode? Ja, überleg, der ploppt dann so. Oh! Nein! Zack! Ende im Gelände, einmal nach Frankreich geflogen oder so. Aber steht hier. Ja, ja, kannst du dir Gesundheit. Genova. Ne, oben, das ist schön, das habe ich gar nicht gelesen, tatsächlich. Stumpf ignoriert. Ich habe doch gesagt, ich lese Schilder aus Prinzip nicht. Ja, dafür wundert es mich, dass du diese KMH-Begrenzung immer so doll liest. Und die steht auf meinem Navi. Ja, war klar. Oh, nee. Nimm mal ein Edding und mal dann genau mal was hin. Siehst du das auch nicht mehr? Ist der Grund, warum ich bei meinem Navi in meinem Fahrzeug im echten Leben der Vorzeiger aussah. Was ich nicht sehe, kann nicht wahr sein. Bei mir ist das so klein, ich sehe das gar nicht. Echt? Ja, groß ist das nicht gerade. Echt nicht. Gut, du spielst auch auf einem kleineren Monitor. Ich wollte gerade sagen, müsste ja dann bei uns eigentlich die gleiche Größe haben. Nein, ich meine im echten Auto. Ach so. Hier ist das, sehe ich das. Kann es aber auch ignorieren, deswegen. Die 80! Mailand! Ah. Enter the city. Hier ist nirgendwo Stadt, aber diese Kästen sind so. Jetzt left the city. Oh mein Gott. Ja, so. Die nehmen das mit ihrer Stadtgrenze sehr, 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 sehr wichtig. Ich hab Durst. Was? Ich hab Durst. Du musst tanken. Nein, ich hab Durst. Du hast doch eben was getrunken. Ja, aber die Flasche ist leer.
Läuft der gerade? Ja, ne? Guck mal kurz. Da vorne kommt eine Kurve. Ja, warte, ich hab noch 2 Sekunden. So. Ah. Kurve, Kurve! Da. Irgendwo ist mal gefragt bei der Brücke. Die ging die ganze Zeit geradeaus, so kann ich auf Toilette gehen und wiederkommen. Und dann ging man noch geradeaus. Oje. Statt dann eben rechts ranzufahren. Nein. Zeitdruck, hallo. Kennt man. Tony Rabbit wurde gekickt. Tony Rabbit 109 wurde gekickt. Ja, ja. Namen sind Schall und Rauch. Hier ist 60? Du Fuck? Geh durch da jetzt. Ich zieh doch. Brauchst du auch nicht abbremsen. Doch, sicherheitshalber, ich kenne mein Glück. Ich seh, leg mich auf die Seite. Ja, es kommt da noch LKWs dazu. Oha. Der bremst nicht. Nö, ist ja auch zweispurig, wenn ich drauf fahrt, ne? Sieht aus wie ein Mausspieler. Tastaturspieler. Ich spiele mit der Maus. Verdammt! Gibt es einen Telepass? Nee. Doch, doch, möchte ich. Je nachdem, wie der Typ jetzt drauf ist, hängt er sich hinter mich. Du hast schon überholt. Ich hab ihn schon überholt. Nein, 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 nein. Ich hab schon drauf gewartet, Kabine. Und Roms! Er ist gegen die Echt? Schranke gefahren, ja. Oh nein. Aber mit richtig Kalasche, ne? Ja, der war ein bisschen zu schnell. Ach, das hängt am Dachschild fest, deswegen gehen die Fähnchen gerade nicht zum Wackeln. Ja. Blöd angebracht, hä? Ja, ich hatte sie irgendwie nicht so mit eingeplant. Als ich sie hingehängt habe, sah es schön aus. Hat sich doch gar keine Vorstellung. Wieder auf 90, oder? Hat sich doch gar keine Vorstellung drüber gemacht, was passiert, wenn das Ding in Schwingungen gerät. Oh. Ja gut, lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Oh, Grenze. Grenze? Grenze. Die Schweiz. Ha, wir nähern uns so offen Ziel. Ist. Freu dich doch. Schweizer Zollkontrolle hätte ich jetzt keinen Bock drauf. Die haben den Spiegel kaputt. Hab ich doch gar nicht. Oh, jetzt schon. Oh, was haben wir denn hier? Oh, ist aber schön aus. Auf jeden Fall. Ich bin schon lange nicht mehr lang gefahren. Warum nur? Ehrlich gesagt, weil ich in der letzten Zeit mehr oben in Schweden unterwegs war. Hast du eigentlich diesen Dreifachauflieger jetzt endlich mal gefunden? Also ich hätte mit einem gequatscht. Der meinte, es wäre ein Mod. Da habe ich aber gesagt, es kann ja kein Mod sein, weil dann könnten wir es ja nicht sehen, wenn es ein Mod wäre und du den nicht hast. Das ist richtig. Aber er sagt, also den Dreifachauflieger gibt es als Mod, wo drin steht, dass man den aber nicht in ETS-MP benutzen sollte, aber es wohl funktionieren tut. Deswegen funktionieren tut? Ja, deswegen bin ich da so ein bisschen... Oh, man merkt, es geht bergauf. Hast du den neuen Motor reingebaut oder kannst du noch keinen? Doch, ich hab jetzt den mit 400 noch was. Von hinten kommt unser Schrankenknutscher. Ach, der fährt bestimmt keinen externen Auftrag, wa? Oh, fuck, hier ist ein LKW. Ich fahr auch gerade keine 90. Kann ich nicht, es geht bergauf.
Hat er mich gerade gelichthupt? Weiß ich nicht. Ihr hängt mich beide ab. Hier reißen noch 35 Bälle an der Achse, also. Guck mal, ist das gerade auch ganz wieder langsam geworden. Ich dürfte 80 fahren, wenn ich es denn dann mal schaffen würde. Und dann kommst du überhaupt zu 80? Nein. Bergauf, ich werde sogar langsamer. Wo fahren wir, nach Zürich oder nach Bern? Zürich. Zürich? Zürich. Wow. Bist du gerade überholt? Ja. Und der kam aber angeschossen, wa? Ja. Der hat auch Technolicht da vorne dran. Ja gut, dadurch ist der automatisch 10 km schneller, kann ich verstehen. Ja, das ist wie diese Theorie mit den Flammen, ne? Machst du Flammen auf dein Auto, ist es schneller. Oder die Orks. Also, der Typ steht auf dem Standstreifen, kurze... Ah, okay, hat sie ausgedrückt. Malen ihre Fahrzeuge rot an, weil, wenn man etwas rot anmalt, wird es schneller. Klar, wenn ich es schaffe. Für Autos. Ich fand das cool, in Tunnel in Österreich oder in der Schweiz, da musst du auf die andere Spur drauf, weil da eine Baustelle in dem einen Tunnel drin ist. Im Single oder im Multi? Weil Baustellen gibt es im Single ja häufiger. Im Multi, die ist fest, die Baustelle, glaube ich. Die ist im Real Life schon so lange da. Haben sie gedacht, die übernehmen wir gleich. Oh. Ha! Ich hab die Baustelle gefunden. Du bist schon wieder so laut. Ich würde gerne euch mal wieder einholen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ihr fahrt ganz schön langsam. Das ist die Bosche, die ich meinte. Der Schrankenknutscher kommt nicht aus dem Puffer. Da habe ich Volvo hinter mir kleben. Ja, das ist der Disco-Volvo. Ja. Da will ich nicht ein Idiot, der Meinung ist, zu überholen. Da kommt einer ein bisschen zügig entgegengeschossen. Muss auch von. Geht bergab, da kann man Gas geben. Ne, der müsste gerade berghoch sein, eigentlich. Wir fahren bergab. Davon merke ich irgendwie nichts, dass wir bergab fahren. Jetzt. Hauptsache, die Umleuchtung blinkt nicht an, ne? Oh, ne. Noch schlimmer als der zu schmale Auflieger, seid ihr aber. Erstmal schön den Gang rausgenommen. Weißt du, was das Witzige an der ganzen Thematik ist? Du kommst aus dem Tunnel raus und aus dem Tunnel wird automatisch zweispurig. Als würde die andere Durchfahrt gar nicht existieren. Ach ja, der Volvo kann 110 fahren, wie scheint. Warum versucht er dich zu überholen? Ja. Ich kann das Manöver von dir mal vorhin zeigen. Mal gucken, was das Der meldet dich und dann wirst du gekickt, weil du ohne Grund rübergezogen bist. Eichhörnchen! Eichhörnchen! Da war ein riesen Eichhörnchen!
Ja, stimmt, ich habe ja keinen Retarder. Da war ja was. Er will auch nicht rüberfahren, mein Gott. Also der, ich fahre 90, der Volvo fährt 110 und der Skal, der kommt mit 150 gefühlt an, Alter. Wo bist du? Gerade aus dem Tunnel. Ich lasse gerade rollen. 104. Rollen. Ja, böse Zungen würden behaupten, in der Schweiz ist es hügelig. Nein! Ja! Was? Ach, deswegen sagte ich ja, böse Zungen würden behaupten. Problem ist, wenn ich irgendwo runterrolle, muss ich danach meistens auch wieder irgendwo hochfahren. Aber wir sind fast da. 57 Kilometer, 55 Minuten noch. Müssen wir jetzt hier rechts runter, oder? Fährt unser Techno Scania da auch lang? Naja, Techno Volvo höchstens. Achso, ja, Techno Volvo. Ja, der Techno Volvo ist rechts gebogen, ja. Rechts gebogen? Ich war ungünstig. Rechts gebogen, Alter, Vater, ey. Nein! Oh. Verdammt. Was hast du gemacht? Ich bin umgekippt. Echt jetzt? Ja. Wie hast du das geschafft? Ich war vielleicht zu schnell. Ja, dann muss ich wohl zurücksetzen, wa? Wie mach ich das nochmal? F7, glaube ich. F7, da sofort Werkstatt aufsuchen. Dienstleistung ja. Anzeigen. Zur Werkstatt abschleppen. Ja. Toll. Wo bist? Bin mal gespannt, wo du bist. Bestimmt in Straßburg oder so. Stand irgendwas mit 2 Stunden 18. Ach ja. Hallo, Casino Sanks. Wunderschönen Montagabend wünsche ich dir. Du bist garantiert in Zürich. Und wenn du ganz viel Pech hast, in Bern. Ich bin in anderen LKWs drin. Muss ich mich dann jetzt noch reparieren oder ist der dann schon repariert? Nein, du musst, glaube ich, reparieren. Oh ja, 12.000. Oh. Also sag mal, wo du bist. Chill. Ich bin in Zürich. Du Schwein. Ja gut, aber mein Auftrag ist ja dann abgebrochen, ne? Nee, warum? Nicht? Du sollst doch eigentlich mitnehmen. Safe? Nee. Eigentlich schon. Nein, Auftrag ist weg. Echt? Ja. Verdammt. Ist jetzt Blade. Ja, das war eine teure Nullrunde für meine Wenigkeit. Dann nutze ich die Zeit. Und werde nochmal ganz kurz hier meinen gerade eben noch geschrotteten LKW mal modifizieren. Bisschen Geld, was wir haben. Alter, was ist er denn für ein Idiot? Warum? Ja, weil der verkehrt herum. Na, den hatten wir doch schon mal, den verkehrt herum. Nehmen wir das. Oder nehmen wir das. Ich finde das mit diesem Einzelrad hier so hässlich. Bin mir noch nicht ganz sicher, wenn du. Das ist okay. Aber die Windigkeit leidet natürlich mega unter dem längeren. Effektiver Radabstand, Anzahl der Achsen, angetriebene Achse 1. Aber schön gemeldet, Alter.
Was nimmt man denn da? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich nehme den. Der gefällt mir optisch halt einfach besser. Und der ist nicht so teuer. So, das haben wir drin. Getriebe hatte ich schon eingebaut. Farbe hatten wir gerade eben gewechselt. Dann... Ja, ich finde, das können wir auch mal festmachen. Schwarz ist eigentlich okay. Ach, lackiert und unlackiert, das war's. Mit Deckel, ohne Deckel. Nee, Deckel möchte ich nicht, danke. So, und jetzt kommen wir zum Thema Seitenverkleidung. Das war eben ja von angesprochen. Und dadurch, dass ich jetzt das Fahrwerk verändert habe, hatten wir es natürlich nicht mehr exklusiv lackiert. Jo, das können wir nehmen. Oh, Auspuffanlagen. Die sehen schon cool aus. 53.000. Ja, wir gönnen uns mal. Wir gönnen uns mal. Nee, das lassen wir weg. Was ist denn hier schon wieder los? Ich weiß es nicht. So. Ah, der Admin ist hier. Der räumt mal gerade auf. Wie kommt's, wenn man fragen darf? Ja, weil einer hier gerade quer auf der Straße stand vor der Firmeneinfahrt, aber nicht so weit drin, dass die Non-Collision-Zone anfängt. Na, das sieht doch schon mal nach einem LKW aus hier. Oh, der hat das kurz. Ich bin aber, hab aber das Level noch nicht. Nun gut, dann nutzen wir die Zeit und werden jetzt mal eben hier Zürich erforschen. Oh, 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 oh. Ich hab das Licht aus. Alles gut. Aber in Zürich ist richtig was los, ja? Ja, zum Schweizer, die das Spiel spielen. Aus der Schweiz raus, bist du verrückt? Bist du verrückt? Wir haben doch drei Städte in diesem Spiel. Und Roms! Nice! Ja, fahrt doch noch weiter. Gott, hier sind nur Idioten unterwegs, ne? Ja, so kann man es nennen, ja. Ja, die Scania fahren halt einfach alle. Ich hab grün, Keule, ich hab grün und krieg trotzdem eine Meldung wegen roter Ampel überfahren. Läuft. Hatte doch kein Grün. Zumindest für das Spiel nicht. Was für ein Tohuwabohu. Ich habe eine Arbeitsagentur entdeckt. Wir hatten hier doch irgendwo...
Tobias Roth. Boba Fett. Ah, er hat hier die Aufträge schon gemacht. Hier fährt ein LKW mit der Weihnachtslackierung durch die Gegend. Hallo Katzenfrau ohne Katze, einen wunderschönen Montagabend. Jetzt hätte ich fast Sonntag gesagt. Montagabend wünsche ich dir. Die Dame hatten wir das letzte Mal auch schon, ne? Die Dame hatten wir das letzte Mal auch schon zu Ich sagte, mhm. Ach so, ich hatte verstanden. Das ist typisch, was man eigentlich nur von dir kennt. Jo, und der Volvo zieht. Ah, ich dachte, er zieht jetzt volles Brikett links rüber. Geht der denn hin? Da oben? Aus Zürich weg. Aus Zürich. Boah, und rot. Ich und meine roten Ampeln, ey. Allerdings muss ich dir leider berichten, dass du jetzt gerade gegen Ende des Streams zugeschaltet hast. Wir sind jetzt gerade über die 2-Stunden-Marke drüber. Und wir nähern uns damit dann auch dem Ende. Was? Ende? Ende. Das ist das Gegenteil von Anfang. Und schon wieder rot. Aber ich habe einen Dufthändler gefunden. Ja. Ja, es war jetzt halt unpassend. Schlecht getimed, würde ich sagen. Noch am Rad. Ich komme jetzt zu dir aufs Gelände gefahren. Und dann würde ich sagen, sind wir dann auch am Ende dieses heutigen ETS-Streams angelangt. Hier will ich das nicht so ganz akzeptieren, aber wenn du das sagst. Willst das nicht akzeptieren? Oh Gott, hier ist ja wegen Überfüllung geschlossen. Was stimmt denn mit den Leuten? Ich hab ja alle kein Zuhause. Ob du das überhaupt noch fragst, ne? So. Bist du denn? Links neben dir. Junge, jetzt hast du aber richtig gegönnt, wa? Ja, klar. Ich musste Frust shoppen. Ja gut, gegen so eine. Neben so einem Rich Bitch LKW wie deinem kann ich halt nicht. Ich hab das Level dafür noch nicht. Naja, so schlecht sieht aber deine Reiche aus. So schön. Also du musst irgendwas kompensieren natürlich mit dem Doppelrohrauspuff oben jeweils links und rechts, aber sonst. Ich muss gar nichts kompensieren. Das muss so. Ja, außerdem. So viel habe ich auch nicht dran. Das muss so. Kannst du nichts vorne vor die Scheibe machen? Nein, habe ich jetzt gerade tatsächlich nicht nachgeguckt. Aber mit diesem Bild verabschiede ich mich von euch. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Hierbei erwähne ich nochmal ganz kurz. Für Ankündigungen etc. könnt ihr euch gerne in der Community Group anmelden. Beziehungsweise eben beitreten bei Steam. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Montagabend. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und reingehauen.